Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Star Wars Basis Gaming. Wir sind mal wieder in Empire at War mit dem Awakening of the Rebellion Mod und wir haben hier das ein oder andere Problem. Zum einen ist hier bei Bothowie, hatten die uns weggenommen, aber das geht. Das könnte ich theoretisch schaffen einzunehmen. Und hier drüben bei Sluis Vaan sitzt noch die Flotte darüber. Ich würde Lando ganz gerne, um ehrlich zu sein, wieder nach Bespin kriegen, weil der ein ganz guter Administrator ist. Dafür müsst ihr aber an Sluis Vaan vorbei, was ich momentan nicht so sehe. Wir könnten hier Hidden Run-Angriffe probieren, aber weiß ich nicht. Und wir haben momentan relativ viel Knete, deswegen würde ich sagen, lasst uns mal ein bisschen was mehr in Bodenverteidigung investieren. Und hier vielleicht nochmal den ein oder anderen Envoy holen, dass wir nochmal ein bisschen mehr Geld da bekommen. Hier bei Utapau haben wir jetzt was geholt. Al-Yuan, wie sieht's hier aus? Da könnten wir mal versuchen, das zu einem Alliance Headquarter aufzurüsten. Wie sieht's bei Malastair aus? Bringt uns wenigstens ein bisschen Geld. Bringt uns zwar nicht großartig Einheiten, aber ein bisschen Geld, das ist gar nicht schlecht. Wie sieht's bei Naboo aus? Hatten wir Naboo am Boden schon mal verteidigt? Ich glaube nicht, aber da haben wir jetzt auch ein Z95 Headhunter und eine Alliance Base. Das ist ganz gut. Wie sieht's bei Jakku aus? Lass uns da noch ein Rebel Camp holen. Und hier oben Dantooine und Talos. Bei Dantooine habe ich wenigstens einige Einheiten, aber lass uns da vielleicht nochmal Dings holen. Bei Talos bin ich mittlerweile ganz gut aufgestellt. Ach ja, Felucia, da hatten wir diese Mission. Hier bei Kassel wird auch fleißig gebaut, das ist ganz gut. Felucia müssen wir uns jetzt den Boden holen. Da würde ich sagen, lasst uns mal die Einheiten hier von Yavim holen. Was ist hier los? Ah, das ist wunderbar. Ein Honor Guard Team, ich vermute bei Concord Dawn. Ist das das Honor Guard Team? Ist sehr cool, aber da kommen sie dann jetzt auch erstmal nicht weg. Ihr dürft zusammen mich hier hinkommen und dann ist die Frage, ob ich die Leute von Kessel mitnehme. Wenigstens ein, zwei Helden vielleicht. Kyle und Leia wäre, glaube ich, nicht schlecht. Alle nach Felucia, dass wir uns das wieder schnappen. Und du gehst bitte mal nach Coruscant, holst uns da ein paar Credits. Oh, da sind noch mehr abgehauen. Okay, damit kann ich bei Sluis Vaan hoffentlich was schaffen. Warum kann ich das nicht bauen? Oh, das kostet Population. Das ist ja nervig. Ich könnte hier einen Sympathizer Outpost holen. Frage ist, ob ich das nicht vielleicht irgendwo noch bei... Oh, hier sollte ich generell mal was besorgen. Ist natürlich schlecht. Aber gut, dann besorgen wir uns erstmal Sluis Vaan. Holen uns das zurück. Du darfst nach Eriado gehen. Und dann hoffen wir, dass wir das hinkriegen. Aber es sind nur in Anführungszeichen zwei Victory-Sternzerstörer, ein Dreadnought und der Rest geht. Es wäre aber auch möglich, dass die einfach fliehen, wenn die sehen, dass ich mit meiner Flotte hier ankomme. Das ist durchaus eine Möglichkeit. A-Wings fliegen auf jeden Fall mal ein Stück in die Richtung. Das Gute ist, wir haben ja hier 10 B-Wings, aber die haben auch ein bisschen was an Jägerverteidigung durch ihre Gesandtis. Da müssen wir aufpassen. Oh, okay. Holen wir euch hier hinten raus. Du bist eine Artillerie oder bist du der Zerstörer? Du bist der Destroyer, dann kommst du mal hier lang. Der A-Wing kommt bitte zurück. Hau ab, hau ab, hau ab. Das hätte jetzt wahrscheinlich noch nicht sein müssen, aber gut. Du gehst auf ihn, du gehst auf ihn. Du gehst auf ihn. Der Z95 Headhunter hier rein. Du hier rein. A-Wing da rein.
Nehmen wir die beiden X-Wings auf jeden Fall mit. Und euch beide auch, um ein bisschen was gegen die Jäger zu schaffen. Du darfst hier rein und 1-2 als Jägerabwehr. Und euch als Raketenabwehr. Du darfst als Artillerie nochmal hier hin. Und dann ist die Frage, wann wir die Bomber reinholen. Warum bist du da drüben rausgekommen? Das ist nicht gut. Das ist nicht da, wo ich die eigentlich haben wollte. Aber gut, ihr könnt versuchen, die Gosantis hier zu vernichten. Du hier drauf. Wo ist meine andere... So hier drüben, okay. Geh hier drauf. Und dann holen wir hier einfach nochmal eine hin. Bist da ein bisschen sehr in Gefahr. Die ganzen Jäger sind jetzt hier runtergezogen. Das bedeutet für mich... Ich nutze jetzt meine B-Wings. Und du darfst nochmal hier lang. Die stecken natürlich jetzt gerade eine Menge Schaden ein. Warum gehst du so weit da rein? Angriff, Angriff. Ihr alle, nehmt den Schildgenerator. Ah, wahrscheinlich müssen wir nicht mit so vielen auf den Schildgenerator gehen. Du nimmst den schweren Artillerieraketenwerfer, du auf den Brush Rocket Launcher. Okay, ihr habt auch Proton-Torpedos, sehr interessant. Dir geht's nicht so gut, das gefällt mir ganz und gar nicht. Du gehst hier bitte auf den Barrage Rocket Launcher. Seid ihr alle dabei, vernünftig zu arbeiten? Ich würde es hoffen. Du greifst hier an, du bombardierst bitte den Schildgenerator mit. Und wenn ihr jetzt alle hier seid, geht hier auf den Schildgenerator, zumindest ihr zwei und du. Und ihr vier dürft auf den schweren Artillerieraketenwerfer gehen, bitte. Dem Mon Calamari-Kreuzer geht's nicht so gut. Oh, das ist jetzt ganz und gar nicht gut. Ihr alle auf die Engines. Ihr auf die Engines. Ihr auf die Engines. Du schießt hier auf die Engines. Mal sehen, ob wir das in irgendeiner Art und Weise hinkriegen, hier wenigstens einen Gegner zu vernichten. Und zwar haben wir nachher noch... Oh, das haben die sehr gut getimed. Kommt, das gibt's nicht. Wahrscheinlich haben wir jetzt trotzdem noch einen X-Wing oder so oder den A-Wing verloren, kann ich mir vorstellen. Die nichts. Okay, die haben einen Victory verloren. Immerhin. Immerhin. Lando... Relativ schnell zurück nach Bespin. Mal gucken, wir machen jetzt fast 2000 Credits, wie viel der uns mehr bringt da drüben. Und dann mal schauen. Felucia, ein ATSD, ein Sturmtruppler, das geht einigermaßen. Wir haben hier aber auch einige von den... Oh nein, wir haben jetzt keine von denen mit dabei. Die sind alle bei Kessel geblieben. Aber lasst uns mal bei Rhodia gucken. Ach, wir können nicht, weil Population erreicht ist. Das ist mies. Das ist sehr mies. Okay. Müssen wir einfach bei Felucia jetzt mal gucken, dass wir hier beginnen können. Und schauen, dass wir den ATSD in irgendeiner Art und Weise fertig kriegen. Lass uns mal kurz gucken. Ihr seid ein Militia Commander Platoon. Rifleman mit Thermaldetonatoren und Proton Charge. Aber irgendwo gibt es auch welche mit... Mörser. Aber vielleicht habe ich die jetzt gerade gar nicht dabei. Doch, hier. Ihr beiden habt Mörser. Das ist gar nicht schlecht. Ihr habt Scoutbikes und Karabiner. Ah, ich hoffe, dass wir die ATSDs hinkriegen. Kommt schon. Alle rein. Und dann, ich denke mal, gegen Sturmtruppen kommen wir einigermaßen klar. Lasst uns mal unsere Scoutbikes. Einer darf in die Richtung, einer in die Richtung. Ich muss hier Buildpads finden, um... Komm schon. Um Antifahrzeugtürme zu holen. Oh, wenn ihr hier... Ich wollte gerade sagen, wenn ihr hier nach The Force Unleashed 1 gehen... Ah, hau mal ab. Aber das ist gut zu wissen. Mach hier nochmal ein bisschen Hit and Run. Wenn die gar nicht angreifen... Oh, oh, da ist der Bullranker. Die machen nichts gerade, das ist gut.
Hier eine Antifahrzeugturm. Die haben ja gar keine Gebäude und nix. Oh oh. Oh oh, es sind mehrere Bullenranker. Ich würde hoffen, dass der Antifahrzeugturm hier ein bisschen... Oh oh. Damit ist der Antifahrzeugturm Geschichte. Du kommst bitte hier lang. Das ist nicht gut. Damit könnten die Rancors uns komplett auslöschen. Bevor wir irgendwas hinkriegen können. Ach, das darf nicht wahr sein, jetzt hier von Rancors besiegt zu werden. Ihr lauft weiter. Und jetzt feiert ihr. In der Hoffnung, dass hier nichts anderes passiert. Immerhin, der scheint nur auf Leia zu gehen und Leia kann es einigermaßen überleben. Greift ihn bitte an. Kai lebt auch noch. Okay, Leia scheint da nicht betroffen von zu sein, aber es ist trotzdem mega nervig, dass die jetzt auch meinen Antifahrzeugturm vernichtet haben. Okay, vielleicht hatte ich ein bisschen zu viel Angst vor denen, aber trotzdem. Extrem nervig. Hoffen wir nur, dass die Imperialen ähnliche Probleme haben. Was ist da drüben? Ach, AT-STs. Die scheinbar auch gut Schaden kriegen, von was auch immer. Oh, da ist ein Sarlacc. Ich weiß nicht, ob der hier auf der Map in irgendeiner Art und Weise eine Funktion hat. Könnte ich mir aber gut vorstellen, deswegen lieber nicht dahin. Hier können wir nochmal gucken, dass wir einen Antifahrzeugturm holen. Was zur Hölle war das? Und sie fliehen. Okay, wir haben Felucia, immerhin. Felucia gehört uns. Und wir haben scheinbar nichts verloren. Das ist sehr gut. Kriegen wir jetzt in irgendeiner Art und Weise diese Pufferzone? Felucia ist nicht komplett, aber jetzt haben wir Felucia. Ich will diese Mission haben. Das hier noch bauen. Die Frage ist, bringt uns das hier noch in irgendeiner Art und Weise? Irgendwas brachte uns doch neue Population, oder? Planetary Control von Locke und wir kriegen 2 Neutronensterne. Bulk Carrier ist jetzt nicht so mega viel, aber Locke ist direkt in der Nähe. Ist sowieso etwas, was ich ganz gerne hätte. Jetzt ist das alles complete. Da wäre die Frage, ob wir bald dann diesen Helden kriegen. Locke ist hier unten. Locke zu holen wäre schon sehr nett. Aber ich will nicht blind reingehen, deswegen... Einmal gucken. Wie sieht's bei... Nee, nicht Utapaus. Louis Vahn aus. Vielleicht wirklich einen Schildgenerator hier bauen. Und im Luftraum kann ich nichts bauen bei Louis Vahn? Kriegen wir jetzt nochmal dieses... Die gleiche Mission hier. Die wir schon hatten. Yep. Okay, das heißt, man kann die immer wieder probieren. Ich hoffe, dass wir jetzt in irgendeiner Art und Weise besser klarkommen. Jetzt weiß ich auch, was passieren wird. Ich kann das allerdings nicht skippen. Übrigens, wenn ihr Empire at War selber spielen wollt, das ist einmal ganz kurz Werbung, schaut gerne unten in die Videobeschreibung, da findet ihr einen Link zu MMOGA. Da könnt ihr Gamekeys super duper preisgünstig kaufen, wie eben auch für Empire at War oder auch für neuere Sachen wie Star Wars Outlaws zum Beispiel. Und wenn ihr das über meinen Link macht, kriege ich auch eine kleine Provision, was mich riesig unterstützt, ohne Mehrkosten für euch. Vielen Dank, falls ihr das macht und damit weiter mit dem Video. So, jetzt haben wir hier den Sternenzerstörer im Nebel gefunden und beim letzten Mal bin ich... dem Punkt hier einfach weiter gefolgt. Jetzt gehen wir direkt zurück zur Station. Vielleicht bekommen wir dann schneller unsere Einheiten. Schneller ein paar Y-Wings oder so und können ein bisschen besser reagieren. Seid ihr jetzt aus dem Nebel raus? Sehr gut. Damit sind wir jetzt zurück zur Station. Und kriegen jetzt schneller auch unsere Jäger und Bomber. Und können potenziell vielleicht beim Sternzerstörer oder so die Antriebe vernichten. Das wäre extrem nett. Aber wir warten eben kurz ab, dass wir ein paar mehr Jäger und Bomber kriegen. Ich glaube, das war's fast. Oh, noch ein Z95, sehr gut. Noch ein Z95. Aber noch ein Y-Wing kriegen wir nicht, ne? Schade. Und zwar jetzt sofort hier rüber. Den links liegen lassen, rechts liegen lassen, was auch immer. Und hat er 2 Engines? Ich hoffe, der hat nur eine. Aber der hat wahrscheinlich 2. Er hat 2. Auf die Engines gehen. Achso, wir haben sogar nur einen Y-Wing. Das ist nicht so nett. Mal sehen, ob das klappt. Aber die X-Wings haben auch Proton-Torpedos.
schon 73%. Das wäre wichtig, zumindest einen Sternzerstörer zu verlangsamen. Komm schon. Sind die weg? Ich glaube, die einen sind weg. Sehr gut. Nehmt die anderen Engines bitte. Gegen den kann er, glaube ich, ganz gut kämpfen gegen den Venator. Das sollte klappen. Mit so einer XQ-2 Queen Space Station. Die großen Sternzerstörer sind ein Problem. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Einmal auf die Engines hier drüben bitte. Kommt schon, ihr müsst da bitte noch die Engines treffen. Die Z95 Headhunter auf ihn da. Ein X-Wing hier drauf. Dann nehme ich jetzt nur noch 2%. Sehr gut. Du hier auf die Engines. Lass mich der Sternzerstörer schon ein bisschen besiegt. Nehmt die. Okay, der hat nur noch 1%. Dann nehmen wir den Proton-Torpedo-Werfer. Dass die Waffe weg ist, bitte. Der X-Wing darf hier drauf, der X-Wing darf hier drauf. Komm schon. Jetzt auf den Turbolaser da drüben und der X-Wing hier drauf. Oh nein, der hat da noch Engines. Oh, die haben 3 Stück, das gibt's nicht. Das wusste ich nicht. Ich dachte, die haben nur 2. Greift da an. Das ist der potenziell nicht nah genug rankommt, aber jetzt ist er nah genug dran. Oh Mann. Das ist nicht gut. Okay, der ist jetzt sowieso nah genug dran. Nehmt die Heavy Turbo Laser hier drüben. Ihr beiden, nehmt die Heavy Turbo Laser hier drüben. Und hier haben wir wenigstens ein bisschen was einer Flotte. Aber hier bitte auf die schweren Turbolaser mit deinen Raketen. Du auf die schweren Turbolaser. Du gehst hier drauf. Du darfst hier mit drauf gehen. Und der Station geht's wieder echt nicht gut. Das ist nicht gut. Kommt hier auf die. Ihr müsst nicht mehr auf die Dings gehen. Geht auf die schweren Turbolaser. Sehr schön. Einen habt ihr verloren schon. Hier weiter hier auf die schweren Turbolaser gehen. Vielleicht auf den schweren Turbolaser. Okay, das sieht aber auch so aus, als ob der jetzt da drüben einigermaßen mit der Flotte beschäftigt wäre. Und nicht unbedingt auf die Raumstation gehen würde. Deswegen Angriff hier drauf, du gehst da weiter drauf. Du machst volles Feuer und ihr beiden bitte auf die schweren Turbolaser hier drüben. Ihr drei auf die schweren Turbolaser. Ein bisschen was an den schweren Turbolasern hat er ja schon verloren. Und schon. Dann helft hiermit. Ihr kommt da scheinbar nicht durch den Sternzerstörer durch. Ihr müsst alle hier rüberkommen, sonst haben wir absolut keine Chance mehr. Outpost 13 ist gleich schon wieder Schrott. Ihr müsst bitte hier mithelfen. Okay, das hat noch. Er hat noch viel zu viele Schilde, deswegen schieb dich einfach hier davor. Und ihr nehmt jetzt die schweren Turbolaser da drüben. Oh mein Gott, ihr müsst auch näher rein. Das war dumm, dass ich euch nicht mitgenommen habe. Nebulon B darf gerne mitkommen. Alter! Ich hab das Gefühl, ich hab's schon deutlich besser geschafft, aber wir werden es trotzdem wieder verlieren. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Komm schon. Wenn der zu Ende. Wunderbar. Okay, das nervt mich gerade sehr. Ich wollte einfach die Schlacht jetzt nochmal starten, was im Prinzip auch quasi geklappt hat. Nur, dass mein X-Wing dann sofort vernichtet worden ist. Und dann hat Vader hier über Ratatak angegriffen. Ich habe leider automatisch auf Autosave gedrückt und da hatte ich eine XQ-Raumstation. Extrem nervig. Jetzt ist hier eine etwas größere Flotte über Felucia. Wir werden Felucia nochmal am Boden angreifen. Dass wir das wenigstens haben. Aber das nervt mich gerade trotzdem extrem.
extrem, muss ich sagen. Sehr, sehr extrem. Wir müssen aber ja auch darüber. Der Spion kann einmal hier bei Locke gucken gehen, was wir da haben. Und dann machen wir hier einen Sympathizer Outpost. Wieso? Warum habe ich da einen normalen Army Trooper mit drin? Oh, gerade läuft aber auch gar nichts. Das nervt mich gerade wirklich, wirklich extrem. Ihr müsst jetzt fliehen, bitte. Retreat. Jetzt wäre ich fast auf Auto-Resolve gegangen. Zurück zur Galaxis-Karte. Die fliegen wieder zurück nach Raxus. Du kommst mal hier hin. Die Flotte darf Richtung Mount Kala fliegen. Und ich will jetzt wissen, was da drüben bei Locke ist. Ich muss mich irgendwie ablenken. Das nervt mich sonst zu sehr. Aber Killando hier zu haben, bringt gar nicht mal so viel mehr. Aber wir können noch ein weiteres Supply-Depot holen bei Bespin. Und die Einheiten hier auf den Boden setzen, bitte. Wie sieht's bei Ratatak aus? Probieren wir noch, bevor irgendwas passiert, da ein Alliance Headquarters draus zu machen. Und dann schauen wir mal. Nehmen wir diese Flotte schon mal Richtung Rodia. Locke kann ja nicht so mega viel haben, würde ich sagen. Und hier bei Hoth nochmal zwei Envoys, dass wir ein bisschen mehr Geld kriegen. So, der eine Typ nervt mich. Ihr dürft rüber nach Felucia. Und Locke. Keine Raumstation, wenn ich es richtig sehe. Dafür aber am Boden Druidikas. Und die haben Acklays als Einheiten. Das ist interessant. Warlord Gunship Squadron. Das größte scheint wirklich die Nebulon B zu sein. Ein paar Korvetten. Das sollten wir hinbekommen. Ja, ich brauche deine Services. Du darfst nach Iriado gehen. Wie viel machen wir bei Coruscant? 545 Credits, das ist nicht zu verachten. Lasst uns hier bei Locke, das sieht mir fast so aus, als wären es die Pikes oder so. Einmal hier rüber. Komm schon. Wir sind bei 98%, das sollten wir schaffen, bevor Bodeneinheiten hier hinkommen. Dann kriegen wir einen Z95 Headhunter, das ist sehr gut. Aber, wie gesagt, lasst uns jetzt nach Locke gehen und schauen, was da passiert. Beginnen wir. Und nehmen das hier, den scheinbar Pikes. Eins, zwei. Erstmal die beiden großen Schiffe hier rein. Ihr dürft in die Richtung erstmal fliegen. Den X-Wing lassen wir ein Stückchen weiter hinten, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, dass wir hier die Nebulon Bs vernichten können. Oh, er kommt von hier. Interessant. Nehmen wir da die beiden CR-90s rein, dass wir die vernichten. Ich glaube, das sind alles so Schiffe aus den Jedi Starfighter Spielen. Star Starfighter und Jedi Starfighter. Du darfst hier angreifen. Du darfst hier angreifen. Und der Z-95 auch. Nebulon B noch hier rein. Die scheinen wirklich alle von hier zu kommen. Das ist ja nervig. Einen noch hier hin. Nebulon B hat jetzt schon ihre Schilde verloren, aber ich hoffe, dass die ein bisschen die Raketen abwehren kann. Dass die nicht so sehr auf die MC-75 hier drauf gehen. Und dann sehen wir da hinten die Jäger, die unser Großkampfschiff angreifen, beziehungsweise eher die Bomber. Aber von denen haben die auch nicht unendlich, deswegen greift die jetzt einfach alle an. Jo, die kommen alle von hier hinten. Aber das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Zum Glück habe ich ja noch nicht meine ganze Flotte hier reingeholt. Ihr beiden hier lang. Wo ist die dritte CR-90? Einer von euch habe ich noch keinen Befehl gegeben. Du, hierhin. Du und du und du. Ihr dürft hier hinkommen. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass so kleine Schiffe so viel Schaden anrichten können, wenn ich aus dem Hyperraum komme. Bei größeren Schiffen weiß ich das mittlerweile hier, aber bei so kleinen Schiffen, das ist nervig. Warte, was bist du? Greif den Nebulon B da drüben an. Du auf den Eti-Cruiser bitte.
Was ist mit euch? Ihr seid auch mehr so Anti-Jäger wahrscheinlich. Du darfst gerne mal hier drauf gehen. Du darfst auf ihn drauf gehen. Die Bomber, die ich habe, dürfen versuchen, die Nebulon B hier anzugreifen. Zweifel, dass das großartig viel bringt. Aber man weiß ja nie. Okay, nein, 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 nein. Du greifst hier bitte den an. Du darfst den Anti-Cruiser angreifen. Du darfst auch auf den Anti-Cruiser gehen, bitte. Und damit müsste es gleich hier über Lock eigentlich sicherer werden. Ihr müsstet jetzt mal hier bitte vernichtet werden. Ich verliere ein paar Jäger, aber die sind, glaube ich, alle sowieso nur gespawnt. Mein X-Wing ist noch hier drüben. Oh, wir haben hier sogar die Antriebe verloren. Das heißt, fliehen könnten wir jetzt nicht. Wird noch irgendwo gekämpft? Hier oben noch. Greift hier bitte an. Mit euch. Ja, okay. Wir haben gewonnen. Lockguard uns und ich glaube, wir haben nichts verloren. Immerhin. Immerhin etwas hier drüben. Aber ich würde sagen, mit dem Blick auf die Uhr war es das für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es das hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.